Ja, ja, machen wir gleich. Makatze? Yo, liebe Freunde, willkommen bei den Game News. Heute haben wir folgende Themen für euch. Erster Aussteller für die Gamescom 2015. Neues zu zwei Star Wars Spielen. Und ein Horrorspiel in Schwarz-Weiß. Gamescom, die größte Spielmesse Europas, hat nun erste Aussteller bekannt gegeben. Bis jetzt wurde mitgeteilt, dass folgende Entwicklerhäuser anwesend sein werden. Und zwar Bandai Namco Games, Bethesda, CL Games, Cloud Imperium Games, Crytek, Deep Silver, Electronic Arts, Calypso Media, Konami, Microsoft, Nintendo, Oculus VR, Ubisoft, Vpro Gaming und Warner Brothers Entertainment. Es werden mit Sicherheit noch mehr Aussteller folgen. Die Gamescom findet vom 5. bis zum 9. August in Köln statt. Quack. Wir beide freuen uns schon tierisch auf die Gamescom und werden auch auf jeden Fall anwesend sein. Welchen Tag genau, wissen wir bis jetzt noch nicht. Aber das wird sich bestimmt herausstellen. Mit Sicherheit. An dem Tag, an dem du auch da bist. Wir hoffen es auf jeden Fall. Und jetzt geht's zu einem Thema, wozu auf der Gamescom hoffentlich auch mehr Infos kommen werden. Es geht um Star Wars 1313. Für die Leute, die 2012 unter einem Felsspalt geschlafen haben oder von Aliens entführt wurden, was auch immer, hier eine kleine Zusammenfassung zum Spiel. Scheiß drauf. 2012 kündigte LucasArts Star Wars 1313 an. Im Spiel übernimmt ihr die Rolle von Boba Fett, dem berühmten Kopfgeldjäger der Filme. Das Ganze würde auch ganz ohne viel Laserschwert herumgefuchtel auskommen, denn es spielt auf Coruscant, dem New York-Planeten von Star Wars. In der Unterwelt dieses städtischen Planeten hättet ihr in einer coolen Story Geheimaufträge erfüllen müssen, in dunklen Bars abhängen sollen und eine Geschichte verfolgen, die Star Wars würdig gewesen sein sollte. So schön, so gut, aber 2013 übernahm Disney LucasArts und das Spiel wurde leider vorerst eingestampft. Und das, obwohl der Trailer und die ersten Gameplay-Szenen echt krass aussahen, oder? Was war das wirklich notwendig? Nope! Die Fans waren mega enttäuscht, dass dieses erfolgsversprechende Projekt irgendwie von Disney vergessen wurde. Aber nun gibt es Hoffnung! Epische Musikstrahl von oben muss kommen. Ja, hallo. Diese Woche auf Game Informer tauchte nämlich ein Bericht auf, demnach Amy Hennig, die Autorin von der Geschichte zu Uncharted, zu EA wechselte. EA war übrigens auch einer der Publisher, die mit an Star Wars 1313 arbeiteten. Alles, was EA sagte, ist, dass Amy jetzt an einem bisher unangekündigten Star Wars Spiel arbeiten würde. Könnte da was im Busch sein? Das Ganze ist natürlich nicht bestätigt und nur ein Gerücht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. That's right. Und jetzt zu einem anderen Star Wars Spiel, was aber schon angekündigt ist und uns in diesem Winter erwartet. Star Wars Battlefront. Dazu gab es jetzt das erste Mal hinter verschlossenen Türen Gameplay-Material. Besucher der PAX Spielemesse in den USA erzählten, dass nach der Präsentation ein lauter Beifall ertönte. Leider ist das Gameplay-Material bisher unveröffentlicht, also können wir nur sagen, es wird geil, aber wir wissen nicht auf welche Art und Weise. Ich würde sagen, das werden zwei coole folgende Star Wars Jahre, was Spiele betrifft. Auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal von Action zu Horror. Kommen wir zu White Knight. Das Indie-Spiel ist seit dem 4.3. für die PlayStation 4, Xbox One, für den PC, Linux und Mac erhältlich. Ihr werdet einen Detektiv spielen, der eine gruselige Villa entdeckt. Das Ganze spielt sich in den 30er Jahren ab und das Spiel ist komplett in Schwarz-Weiß. Ja, da waren ja auch die Filme in den 30er Jahren, deswegen ist es ja Schwarz-Weiß.
Wie soll das denn auch nicht sein? Ja. War die Welt doch auch in Schwarz-Weiß. Die Erde ist eine Scheibe. Die Erde ist eine Scheibe. Half-Life reconfirmed. Das Entwicklerstudio verspricht uns eine packende Story, starke Charaktere, eine super Umgebung und jede Menge Horrorambiente. I was trying to collect my thoughts, but the intense pain was scattering them like a bunch of dead birds. My fear of being wounded changed into an obsession. Was I about to die? Wenn ihr mehr zu White Knight erfahren wollt, unten ist ein Link. So, liebe Freunde, und wir schalten jetzt wieder zu unserem Lieblingskorrespondenten Harald. Ey, wo ist Harald? Ich glaube, der schläft noch. Wie, der schläft noch? Ja, wenn du einen ganzen Kasten bis 4 Uhr nachmittags leer machst, dann wird's auch schlafen. Ich guck mal, wo der ist. Liebe Freunde, das war's von dieser Woche mit den Game News. Eure Meinung zu den Themen ab nach unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen oder lasst uns mal ein Abo da. Bis dahin, euer Buddy. Und Makazo!